Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Politiker und Bischöfe haben heute an den 30. Jahrestag des Mauerfalls erinnert und den Mut der DDR-Bürgerrechtler gewürdigt. Holen wir uns ein Stück dieses Glücksgefühls vom November 89 zurück, sagte die SPD-Abgeordnete Katrin Budde, die aus Magdeburg kommt. Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus hob die Rolle der Kirchen hervor. Unter ihrem Schutz hätten viele Bürgerrechtler den Mut gefunden, sich zu versammeln. Die dann folgende friedliche Revolution hat uns alle sehr tief beeindruckt. Zuvor hatten auch die Kirchen an den Jahrestag erinnert. Für den Berliner Erzbischof Heiner Koch erwächst aus dem Mauerfall eine bleibende Aufgabe für die Deutschen. Das sei auch eine Botschaft für eine Welt ohne Mauern, so der Erzbischof in einem Beitrag für die BZ. Dabei gehe es ihm auch um so manche Mauer in den Köpfen. Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige erklärte, zwar habe sich die Demokratie bewährt, sie könne aber auch missverstanden oder missbraucht werden. Ein mehrfarbiges Kreuz, dessen Querbalken zum Wegweiser wird. Dieses Logo mit dem Schriftzug Der synodale Weg soll den geplanten Dialog zu Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland begleiten. Die Bildmarke stehe für Aufbruch, Erneuerung und Orientierung, hieß es bei der offiziellen Vorstellung im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn. Dieser Prozess, der muss sichtbar werden, der muss Gestalt gewinnen und dazu gehört heute ein Logo und dazu gehört auch so etwas wie ein Leitbegriff und ein Leitzeichen. Und ich finde es ganz schön, dass hier ein Zeichen entwickelt worden ist, das aus den Farben der Bischofskonferenz und der ZDK gebildet, das Kreuz mit einem Wegweiser verbindet. Und Kreuz und Wegweiser, das passt ganz gut zum synodalen Weg. Im Dezember wollen die Bischöfe mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken den synodalen Weg zur Erneuerung der Kirche starten. Er soll nach dem Missbrauchsskandal verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen und nach Wegen für die Zukunft des kirchlichen Lebens suchen. Themen sind die Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Gewaltenteilung und die Rolle von Frauen in der Kirche. Der Deutsche Caritasverband hatte eine grundsätzliche Reform der Pflegeversicherung gefordert. Sie sei nötig, um das finanzielle Risiko für die Versicherten auf ein kalkulierbares Maß zu reduzieren, die Pflegenden zu entlasten und das Solidarprinzip im Pflegesystem besser zu verankern, erklärte Caritas-Präsident Peter Neher in Berlin. Es dürfe nicht sein, dass Pflegebedürftige aus finanziellen Gründen schlecht versorgt seien und sich die Pflege zum Armutsrisiko entwickelt. Die Caritas forderte, den Eigenanteil der Pflegebedürftigen an den Pflegekosten zu begrenzen. In der stationären Pflege solle er nach 6 Monaten auf einen festen monatlichen Betrag gedeckelt werden und in der ambulanten Pflege den Pflegebedürftigen eine festgelegte Anzahl von Stunden oder von Leistungen zustehen. Die Kosten der medizinischen Behandlungspflege, gleich ob ambulant oder stationär, sollten in voller Höhe die Krankenkassen tragen. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sollten hingegen weiterhin die Pflegebedürftigen selbst übernehmen. Nach den Vorstellungen der Caritas soll die Pflegeversicherung durch eine einheitliche Versicherungspflicht für die gesamte Bevölkerung gestärkt werden, die sowohl gesetzlich als auch Privatversicherte umfasst. Ein Zeichen der Solidarität mit den Syrien-Flüchtlingen in Jordanien setzt die Caritas im Bistum Münster an den beiden kommenden Wochenenden mit der Aktion 1 Million Sterne. An 12 Orten in der Diözese sollen tausende Kerzen auf öffentlichen Plätzen entzündet werden, wie der katholische Sozialverband mitteilte. Dabei würden Spenden für die Flüchtlingsarbeit der Caritas in Jordanien gesammelt. Die Caritas vor Ort arbeite mit großem Engagement, aber wenigen Mitteln, verdeutlichte Diözesan-Caritas-Direktor Heinz-Josef Kessmann. Trotzdem versuchten die Helfer, den verstreut im Land lebenden Flüchtlingen neben der Nothilfe auch eine Lebensperspektive zu eröffnen. Das verdiene Respekt. Ihre Arbeit werde aus Spenden nationaler Caritas-Organisationen weltweit finanziert. In Jordanien sind nach Bistumsangaben offiziell rund 700.000 syrische Flüchtlinge registriert. 1 Million Sterne ist eine europaweite Aktion. Sie wurde vor mehr als 20 Jahren in Frankreich gegründet und findet seit 2007 in Deutschland statt. Neues aus Kirche und Religion. Auch im Internet. domradio.de